Wow, Freunde, Little Nightmares wird immer dramatischer. Nachdem wir im letzten Part in einem zusammenbrechenden Haus fliehen mussten... So viel zum Thema, TÜV in Deutschland ist eine feine Sache, Freunde. Genau deswegen. Wenn der TÜV da ist, kann... Sind wir auch schon unserem neuen Gegner begegnet, und zwar diesem komischen Thin Man. Nix? Weg da! Und als wenn das nicht reicht, wurde Six schon wieder entführt, und zwar von diesem gruseligen Typen. Die Seele. Doch nun ist es unsere Aufgabe, Six wieder herzuholen und gegen Thin Man zu kämpfen. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem weiteren Part von Little Nightmares 2. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Wir haben Thin Man kennengelernt. Wurde auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass der gute Dude so heißt. Der im letzten Part leider wohl oder übel Six entführt hat. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt als Police Officer ihm in den Weg stellen, beziehungsweise hinterherlaufen. Und ich muss viel mehr auf Secrets achten, weil wir haben im letzten Part wieder ein Secret übersehen. Als wir in ein Fenster reingekracht sind, hätte man aus dem Fenster wieder rausklettern können. Aber gut, kann ich jetzt nicht mehr nachholen, weil ich komme da nicht mehr rüber. Digga, die werden sich alle in den Tod stürzen, oder? Ihr auch? Nicht alle. Denn... Alter, ich wollte gerade sagen, wo bin ich? Ich habe mich nicht gesehen, dass ich da komplett am Rand bin. Wow. Ich habe wieder pure Gänsehaut, wenn ich dieses Game spiele. Es ist immer wieder unglaublich, dieses Spiel. Du bist draußen, du siehst nur irgendwelche Menschen, die sich killen. Wow. Einfach nur wow. Ach du Scheiße, das musste ich sogar machen, ne? Wäre ich instant in den Fernseher reingerast, wäre ich wahrscheinlich in den Tod gestürzt oder gestorben. Alter Vater. Ja. Wow. Das hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, woran mich die... Die Musik hat mich gerade so ein bisschen an Resident Evil erinnert von der Mucke her. Ich weiß nicht, ob ihr die Resident Evil Teile gesehen habt. Das Wasser ist elektrisch, da sollte ich besser nicht reingehen. Ich würde den Schalter einmal noch einmal deaktivieren. Danke. Darauf würde ich aktuell liebend gerne verzichten. Oh shit. Wisst ihr auch, warum wir das machen können? Komm her. Als ob die mich attackieren. Die waren bisher so friedliebend. Das check ich nicht, dass der mich jetzt attackiert hat. Vor allem, der kann mich doch gar nicht sehen. Der kann mich hören. Vielleicht, weil kein Fernseher angewiesen ist? Also stimmt die Theorie doch, wenn kein Fernseher an ist, dass die ungemütlich werden, oder? Boah, alter Vater, ich mache am besten mal den Fernseher hier an. Ich mache den Fernseher besser an. Kann ich das runterreißen? Keine Chance. Keine Ahnung, was da wohl drin schlummert. Fragen über Fragen. Ein kaputter Schalter, den wir hier sehen, und vermutlich fallen wir da in den Tod? Ja, da habe ich recht. Da fallen wir in den Tod. David guckt da besser nicht nochmal nach. Aber wir haben einmal die Möglichkeit, rechts entlang zu gehen und in den Fernseher. 1, 2 oder 3, die letzte Chance ist vorbei, geh nach links. Immer in den Fernseher rein, weil wir sind verstrahlte Dudes, die den ganzen Tag mitten im Leben gucken wollen. Nein, funktioniert nicht, wir müssen wahrscheinlich erst einen anderen Fernseher anmachen. Ah, egal, rein geht's ins Lückchen. Yep, und wir müssen öfter mal drauf springen. Ist das eine Müllpresse hier? Wir sind zumindest leicht gelandet. Oh, guck mal, meine Küche. Spaß. Naja, aber meine Küche sieht halt echt for real ähnlich aus. Hallo? Ich komme da nicht an den Schal... Ah! Moment. Yep. Nee, scheiße, wie komme ich nach oben?
Wahrscheinlich mit dem Kasten dort, oder? Und der Brief... Alter, der Briefkasten dort hat einfach ein Auge. Ah, viel Details. Und ich freue mich schon, wenn wir uns die Theorievideos reinziehen. Ich sag's in jedem Part, aber... Wie viel Liebe in diesem Game drin steckt, wie viele Momente, die wir hatten, wo ich dachte, wow! Crazy. Absolut verrückt. Und ich werde wahrscheinlich auch das ganze Game noch übersagen, wie verrückt das Ganze ist. Warum ist... Seht ihr das? Hi. Ich bin Postbote, Bro, oder doch nicht? Das Auge ist nicht nur umsonst da, das Auge beobachtet uns halt legit. Hä? Reeled. Einfach nur reeled, oder? Ist das reeled? Ich möchte mit dem Fahrstuhl bitte nach oben. Genau. Einfach nach oben, wo wir in den Tod gesprungen sind. Alter, was ist das für eine wunderbare Etage? Shit. Was müssen wir tun? Ich hab eine Theorie, aber keine Ahnung, ob man dafür schnell genug ist. Wir gehen mal in den Fernseher. Teleportier dich mal schnell rüber. Genau, 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 genau. Und jetzt spring hinterher. Yes. Okay. Ich glaube, das war... Wow. Das war schon James Bond-like von mir gerade, was wir hier getan haben. Aber da haben wir im letzten Part ja wunderbar dazu gelernt. Warum sind alle Türen abgesperrt? Digga, bist du eine freaking gruselige Puppe. Weißt du das eigentlich, Puppe? Und bitte... Begegne mir nie wieder im Leben. Ich möchte deine dreckige Visage nie wiedersehen. So. Ich muss den Stecker ziehen. Oder es schaffen wir, rüber zu springen? Ich muss die Olle loswerden. Oh shit, und ich werde die Olle nur los? Ah! Alter! Habt ihr das gesehen? Digga, die wollte... Ihr Gesicht hat mich ausgesaugt. Ihr Gesicht wollte mich aussaugen, oder? Oh, ich hab wieder Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hatte noch nie... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Spiel so oft Gänsehaut hatte. Wollte die meine Seele oder mein Gesicht? Vielleicht sind die deswegen hier überall unterwegs. Sie wollte mein Gesicht. Verständlich, also mein Gesicht ist bestimmt nicht schlecht vom Mono. Von einer einzig wahren Mono-Braue, aber trotzdem. Vor allem sind wir Polizist. Das ist nochmal ein bisschen beeindruckender an der Stelle. Ach du Scheiße. Boah, wenn der Fernseher ausgeht, kriegen wir ein dickes Problem. Ein ganz, ganz dickes Problem, aber die sind schön verstrahlt. Und hoffentlich bleiben die auf... Oh nein, nein. Warum sind hier so viele elektronischen Geräusche? Damit wir die reinlocken, oder? Ja, ich glaube, ich habe den Braten gerochen. Wie ein Amerikaner an Thanksgiving. Oder wie wir an Weihnachten. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Wenn ich den Fernseher dort ausschalte, wird wahrscheinlich nichts passieren. Rüberspringen können wir auch nicht. Wir können nur hier drauf. Der Fernseher ist aus. Ich gehe nach Haus. Rabimme, rabamme, rabum, bum, bum. Laterne singen, macht so viel Spaß, rabimme, rabamme, rabum, bum, bum. Aber ich kann nicht da hochklettern. Oder? Kann ich hier in der Ecke? Nö. Funktioniert auch nicht. Hier oben dran? Nee. Mono hält sich nur ganz kurz fest. Die einzig wahre Mono-Braue.
Können wir das rausziehen? Auch nicht. Weil sobald ich da runterspringe, bin ich dead. Wie Vater auf Englisch. Ich mag Rätselpassagen sehr gerne, müsst ihr wissen, Kappa. Mach den Fernseher wieder an. Vielleicht hilft das ja. Oder, warte mal, ich mach den... Nein! Oh Mann, ich wollte den Fernseher wieder ausmachen und draußen nachgucken, was bei unseren verstrahlten Freunden so los ist. Das hätte ich gerade sehr interessant gefunden. Irgendein Regal? Nein, auch nichts. Gruselige Puppen, Aufziehspielzeuge. Also alles das, was ein Kind halt ziemlich interessant findet, nicht wahr? So, jetzt gucken wir nochmal nach. Vielleicht folgen die uns ja hier sogar rein. Geh nochmal raus, bitte. Alter, ich kann nicht mehr raus. Okay. Dann sind wir doch an den Verstrahlten vorbeigelaufen. Puh. Kann ich hier hochklettern? Nee, da hält sich Mono auch nicht fest. Digga, dieses Tablett ist doch für irgendwas da, oder? Ich wollte gerade sagen, ist das Wasser hier unten? Ja, hier ist überall Wasser. Keine Chance, Digga. Oh! Der Einkaufswagen war doch gar keine schlechte Idee vorhin. Vielleicht ist es möglich, den herunterzuschieben oder zu benutzen? Ich weiß es halt nicht. Einkaufswagen, ich schieb dich mal so ein bisschen. Aber das Ding ist, sobald der Einkaufswagen hier unten ist, haben wir keine Kontrolle mehr darüber. Jetzt ist das Ding halt hier in der Mitte. Oh, wir können den Sprung... Alter, komischerweise ist der Einkaufswagen genau hier... Boah, das war knapp, hier hingerollt. Und nochmal rüber. Yes, wir haben es geschafft, okay. Und hier ist auch rein zufälligerweise ein klitzekleiner Übergang, der gut funktioniert. Ist hier kein Tod, sondern der Nebenraum. Yes! Holy shit. Okay. Und da können wir oben hochklettern. Boah, diese Teddybären sehen so gruselig aus, ne? Boah, ich hab so Gänsehaut, Mann. Aber so ganz, ganz böse Gänsehaut. Ne, wir werden erstmal da hochklettern. Wir werden da hochklettern. Junge, warum macht mir dieser Raum so freaking Angst? Hilfe! Oh, shit. Muss ich das rausziehen? Achso, ich muss hier dran. Okay. Okay, finde ich gut. Ja, ich möchte... Ja, aber was nun? So, einen Schalter haben wir ausgestellt. Wir müssten aber jetzt noch den anderen Schalter. Oh. Na, sieh mal einer an. Ist gar kein Strom mehr im Wasser? Nein. Das ist gerade sehr überraschend, dass gar kein Strom mehr im Wasser ist. Oh, okay. Da brauchen wir den Einkaufswagen, um hier hochzukommen? Ja, wie scheint. Ansonsten schaffen wir natürlich diesen Sprung auch nicht. Gut. Digga. Aber also auf diese Kleinigkeiten muss man erstmal kommen, meiner Meinung nach. Mach mal. Moment mal. Müssen wir jetzt eventuell den Strom wieder einschalten, damit wir über den Fernseher irgendwo hingelangen können? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Ich kann gerade auch gar nicht mehr reden. Ich weiß nicht warum, aber diese ruhige Atmosphäre, die killt mich gerade ganz, ganz böse. Dann machen wir den Schalter mal wieder an. Weil wir brauchen anscheinend den Strom, oder? Für den Fernseher. Aber wie kommen wir jetzt darüber? Scheiße, jetzt habe ich gar nicht nachgedacht. Ich glaube, wir müssen... Scheiße. Wir probieren mal da oben irgendwo lang zu kommen, weil das Risiko ist mir zu hoch. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich hundertprozentig den ganzen Bums wieder neu spielen, weil das Game nicht gespeichert hat zwischendrin. Und da sehe ich mich nicht unbedingt. Aktuell sehe ich mich da noch nicht. So, wir springen hier rüber. Hui. Genau so, ja. Das ist der Plan. Das war die ganze Zeit der wunderbare Plan. Springe rüber.
rein in den Fernseher. Wo kommen wir raus? Bitte nicht bei den Menschen da hinten. Yes, yes, Sir. Alter, ist das dunkel, das ist so düster. Aber ich bin gerade so froh, dass die Theorie, beziehungsweise dass sie richtig lag. Na, da freue ich mich über jedes Rätsel, was ich in irgendeiner Form hier löse. So, Polizist Mono? Oh nein. Da wurde meine Theorie wahr, nicht wahr? Aber verfolgen die uns gleich? Mach den Fernseher an. Ich mach den Fernseher aus Sicherheitsgründen mal an und das war gerade freaking... Oh! Ach so, Moment mal. Ich muss sie weglocken, nicht wahr? Kuckuck. Ich bin so froh, dass sie so verstrahlt sind, Mann. Und warum... Oh, 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 Alter, die eine... Die probieren gerade den Zaun aufzumachen. Ja, okay, easy. Oh nein, oh nein, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Hau ab, Mono, hau ab, Mono, hau ab. Digga, die Scheibe wird brechen, oder? Wird die Scheibe reißen? Die Scheibe? Natürlich wird die Scheibe reißen. Mono, beeil dich, bitte, beeil dich, beeil dich. Scheiße, 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 das sind Fernseher. Die müssen doch abgelenkt werden, oder? Die werden abgelenkt, aber wie lange? Oh oh, der Schrank wird umkippen, weil die alle dagegen laufen und die Fernseher sind wieder tot. Und jetzt wollen die wieder meine Fresse haben, das kann ich aber auch verstehen. Meine Fresse... in den Medien. Ach so, oh. Jetzt haben die mich aufgefressen, wir hätten in den Fernseher reinlaufen müssen. Na okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber gut, dass das Game speichert. Alter, ist das ekelhaft, wie die einen verfolgen, ne? Boah, das sind solche seelenlosen Menschen ohne Gesichter. Okay, lauf weiter. Nicht, dass die uns wieder bekommen. Die werden natürlich wieder gegen den Schrank laufen. Schon minimal hohl, aber nur ein bisschen. Hui. Weg da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rein da. Hui, ciao. Und wir sind in Sicherheit. Alter. Wovon ich darf nicht rumschreien, wir haben es gerade 5:01 am Morgen, ich bin ein bisschen in der Vorproduktion und möchte Irene nicht unbedingt wach machen, Freunde. Aber das fand ich gerade nicht so gruselig, da gab es schon gruseligere Stellen. Sehr unangenehm, wie die einem hinterherrennen, definitiv. Aber nicht das Gruseligste, was wir bisher gesehen haben. Ist das wieder so ein Fernseher? Das ist wieder ein Fernseher. Six! Six! Bro, wo beißt er? Ich hol dich hier raus! Ich hol dich raus! Komm schon! Nein! Rein da! Hinterher! 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 Wir sind mutig! Wir sind nicht mutig! Wir sind nicht mutig! Wo muss ich abhauen? Oh oh! Eine Axt? Oh shit, Mann! Wo kommt auf einmal eine Axt her? Und der nächste Bossfight. This man, friss Axt. Nein? Oder Sin man, this man, Sin man? Ich meine, die Axt fällt runter, damit wir abhauen können, ich Vollidiot. Ups. Aber guck mal, das ist gerade lustig gewesen, dass ich instinktiv ihn angreifen wollte, statt die Tür. Ich bin ein Kämpfer und kein Flüchter. Denn das ist Alpha, Freunde. Okay, jetzt hau ab. Wenn er rauskommt, hau ab. Lass die Axt runterfallen. Die Axt ist runtergefallen. Sin Man? Komm schon. Hau die Tür durch. Hau die Tür durch. Und jetzt lauf. Lass die Axt weg. Lass die Axt erstmal weg. Und kletter hier rüber. Digga, das schaffen wir nicht. Alter Junge, der sieht aus wie ein Geschäftsmann und guckt uns nur hinterher. Will er mir was andrehen? Ist es vorbei? Ist es schon vorbei? Ich dachte, wir haben jetzt voll die spektakuläre Aufholjagd, aber gut, er kommt ja nicht durch, ne? Wir werden Six da irgendwie rausholen. Oh. Wir hören ihn über uns. Der läuft wieder über uns rüber. Guck da ruhig rein. Du wirst mich nicht sehen oder finden. Genau.
Der teleportiert sich. Oder? Der hat sich teleportiert. Der ist einfach verschwunden. Junge, ein Magier. Man nennt ihn in gehobenen Kreisen so wie Dartscheiben auch einen Magier. Okay, alright, alright, alright. Great. Ich glaube jetzt, ich glaube, das ist hundertprozentig der Endboss. Also es fühlt sich zumindest sehr Endboss-lastig an. Oh Mann, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich viel... Ich wollte erstmal da hinten nachgucken, ob man die Türen öffnen kann. Digga, der Hund teleportiert sich einfach. Oh Gott, ist das unangenehm, ist das unangenehm. Was? Hat er mich erwischt? Nein. Ich war nicht zu langsam. Ich war zu langsam. Digga, aber das war gerade ein mega blöder Bug. Vielleicht muss ich früher springen. Das ist Millimeterarbeit, vor allem, weil er sich minimal nach vorne teleportiert. Junge, halt der Maul. Hä? Ja, der hat mich. Digga, der hat mich schon wieder. Ich hasse das Game abgrundtief. Ja, ich gehe einfach entgegen, das ist einfacher. Das ist einfacher, wenn ich ihm entgegengehe. Nimm mich mal bitte. Bro, Rai. Warum tust du mir das an, Mann? Warum tust du mir das an? Here we go again. Diesmal werden wir näher dran gehen und nicht denselben Fehler machen. Eigentlich muss man bei Little Nightmares so einen Todescounter einführen. Also eigentlich... Ja, diesmal sind wir entkommen, oder? Diesmal sind wir entkommen. Diesmal hat's geklappt. Schnell weg hier und springen. Yes, danke schön. Wir haben's geschafft. Ist das ein Zug hier? Wow. Sind wir bei Squid Game angekommen und der Typ will mich nur zu den Squid Games einladen? Wow. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt. Ich wollte schon immer mal 446 Millionen, keine Ahnung, was das für eine Währung war. Ja, wunderbar. Das ist eine wunderbare Zugfahrt, la 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 la. Eine wunderbare Zugfahrt, la 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 la. Spring jetzt hier schnell rüber, la 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 da. Kommt er mir hinterher? Natürlich, er kann sich teleportieren. Ganz ohne Gnade, la 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 la. Wir speedrun The Nightmare 2, la 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 la. Ich renne weg um mein Leben, la 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 la. Wir springen nochmal rüber, la 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 la. Bitte hör auf mit deinen Squid Games, Mann. Wir können ganz in Ruhe bei einem Kaffee, aber tagsüber bitte reden. Scheiße, oh Gott, ich muss mich hier gar nicht... Okay. Einfach auf... Scheiße, lauf, 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 lauf. Ey, das ist so unnötig eng gemacht, ne? Hä? Wen will das Game eigentlich jetzt hops nehmen? Wen will das Game hops nehmen? Okay, springen wir nochmal rüber. Boah, vor allem wie schnell der ist. Das ist unglaublich, Mann. Wir müssen aber noch schneller sein. Wir dürfen keinen einzigen Fehler machen. Vor allem ist alles langsamer geworden. Sobald der Dude da ist, ist alles langsamer. Ja, scheiße. Verloren. Game over. Weil ich hier gegengelaufen bin, oder? Was muss ich denn tun? In welche Richtung, Mann? Und vor allem, was soll denn passieren? Können wir den abteilen? Also, trennt sich der Zug dann? Achso, ich bin gar nicht richtig gelaufen. Oh, jetzt verstehe ich, warum ich so wenig Vorsprung hatte. Alter, der ist so schnell. Ich will jetzt nicht unbedingt nochmal verrecken. Und here we go again. Here we go, here we go. Mann, das kann nicht sein! Diese Kack-3D-Sicht! Yes, we have it, we have it, we have it. Ich hab's, ich hab's. Diesmal habe ich das in die richtige Richtung gedreht. Ciao, Thin Man, ciao. Bleib in deinem Zugabteil. Du hast kein Ticket für diesen wunderbaren Abteil. Wo geht's hin? Aua. Das sind diese anderen Schmerzen aktuell. Cowabunga. Shit, Mann. Wir sind mitten in einem Bahnhof.
Wir haben uns böse verletzt, wie wir sehen. Zumindest sehen wir schon mal einen weiteren Jungen. Ist das Six? Ich glaube, das ist Six. Ich glaube, das ist Six. Aber, Freunde, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich mal, Daumen nach oben nicht vergessen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Euer Umlautmann. Cheerio! An der Stelle sage ich mal, vielen Dank an die Elite Umlaut General Member. Kuss geht raus, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen. Cheerio!